er die Menschheit nach 1000 Jahren endlich bezwang, war seine Strafe hart. Wir konnten nicht ahnen, dass die Blutsväter nicht eure einzigen Feinde waren. Die Menschheit breitete sich nicht aus. Sie war auf der Flucht. Vom Krieg geschwächt, konnten wir die Parasiten, die euch verfolgten, nicht besiegen. Die Blutsväter planten eine letzte große Reise. Aber der Didaktiker weigerte sich, unsere verantwortungsvolle Aufgabe abzugeben. Er würde die Galaxie beschützen. Zu einem Preis. Bei unserem Streben nach Transzendenz sollte der Erzeuger die organische und digitale Welt verbinden. Er hätte uns unsterblich machen können. Aber die Ergebnisse verschlechterten sich. Und die gespeicherten Persönlichkeiten zerfielen und unsere Versuche, ihnen ihre biologische Form zurückzugeben, erzeugten Monster. Solche moralischen Bedenken kannte der Didaktiker nicht. Die Flat infizierte nur lebendes Gewebe. Der Erzeuger bot dem Didaktiker eine Lösung und seine Rache. Die Prometheaner. Sie sind Menschen. Sie waren nur der Anfang. Er hätte die gesamte Menschheit digitalisiert, wenn wir den Erzeuger nicht an uns genommen und ihn selbst hier eingesperrt hätten. Das ist jetzt vorbei. Reclaimer. Als ich die Menschheit katalogisierte, versteckte ich Samen vor dem Didaktiker. Samen, die alle zu einem Ziel führen würden. Deiner Entwicklung, deiner Kampfausrüstung, selbst deiner Gehilfin Cortana. Du bist das Ergebnis vieler tausender Lebenszeiten der Planung. Planung wofür? Er hat uns gefunden. Selbst im Tod mischt sie sich weiter ein. Reclaimer, das Genlied, das ich in dir angelegt habe, beinhaltet viele Fähigkeiten, darunter Immunität gegen den Erzeuger. Aber du musst sie freischalten. Weh. Gib deine Verbindung mit dieser Welt auf. Deine evolutionäre Reise muss beschleunigt werden. Kann ich den Didaktiker sonst besiegen? Nein. Dann tun sie es. Mach dich bereit. God Mode on. Heraus. Fahrstuhl, Rückseite der Kammer. Thank you.
Chief, was ist mit Ihnen? Ihre Biowerte sind total durcheinander. Ist eine lange Geschichte. Aber ich weiß jetzt, was ich auch. Die Bibliothekarin hat mich eingeweiht, als sie mich aus dem System gefischt hat. Ich weiß aber nicht, was sie mit ihnen angestellt hat. Das weiß ich selber auch noch nicht. So, ich will doch meine Superkräfte jetzt nutzen. Wie ist Ihr Status? Werden hier oben Stücke geschossen? Ich kann die Infinity auf den Trichter schießen. Negativ. Bei dem ganzen Flugbetrieb da unten werden wir das Ziel niemals abschalten können. Captain, wie wär's, wenn wir Ihnen das Ziel mit dem Lasermarkierer vorgeben? Tun Sie das. Da kommen, suchen Sie für den Chief Koordinaten mit Sichtkontakt. Hinter dieser Schlucht ist eine Lichtung. Von da aus sehen wir den Gravitationstrichter.
Infinity, wir sind am Trichter. Dann markieren Sie das verdammte Ding, damit wir herauskommen. Sie haben ihn gehört, Chief. Schuss einleiten. Ziel erfasst. Wirkungsfeuer. Die Infinity kann nicht so viel Schaden einstecken. Nicht noch einmal. Hier geht es nicht mehr um uns oder das Schiff. Sir, wir haben gesehen, wozu der Didaktiker in der Lage ist. Wenn er diese Welt verlässt, ist die ganze Menschheit in Gefahr. Hören Sie, ich verstehe ja, was Sie zu sehen geglaubt haben. Geglaubt? Bei allem Respekt, Sir. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und bei allem Respekt für Sie, Soldat. Ich werde mein Schiff nicht wegen der Wahnvorstellungen eines alternden Spartans und seiner defekten KI aufs Spiel setzen. Hm. Was ist, wenn es stimmt? Sir, und wenn er recht hat? Liste. Navigation, setzen Sie Kurs auf die Carinae Station, sobald wir abflugbereit sind. Kommunikation, machen Sie eine Warnboje bereit. Oh. Sie werden... diesen Planeten nicht verlassen! Cortana. Das wollte ich nicht. Das wollte ich gar nicht tun. Commander Lasky, entsprechend Artikel 55 der UNSC-Verordnung 1214572 befehle ich Ihnen, den Datenchip der KI zu entfernen und bis zur endgültigen bitte. Zuweisung ich einzulagern. Will nicht. Sie wollen nicht. Entfernen Sie sofort bitte. Den Chip, Commander. Bitte. Ich will nicht. Her mit dem Chip. Der Didaktiker muss aufgehalten werden. Wenn Sie es nicht tun, dann tue ich's. Ich befehle Ihnen, die KI abzutreten! Losbrüche in die Nase. Nein, Sir. Commander! Verhaften Sie ihn! Captain! Verhaften! Captain! Warnen Sie die Erde, dass Ärger ansteht. Cortana und ich tun hier, was wir können. So Naivlinge. Reclaimer. Kapitel 5 geschafft? Ja. Ich kann Ihnen mehr als 40.000 Gründe nennen, die mir sagen, dass diese Sonne nicht echt ist. Der Rayleigh-Effekt des Senders passt nicht zur suggerierten Größe. Ihr Zyklus ist symmetrischer als der eines richtigen Sterns. Aber trotz allem werde ich nie wissen, ob sie echt aussieht, sich echt anfühlt. Bevor all das hier vorbei ist, versprechen Sie mir herauszufinden, wer von uns beiden die Maschine ist. Also, wie sieht Ihr Plan aus? Die Infinity hat das Schiff des Didaktikers zu einem Dock südöstlich von hier verfolgt. Wir springen ab, wenn die Infinity das Dach verlässt. Ich wurde mit dem Befehl hergeschickt, sie aufzuhalten. Für den Fall, dass Sie bereits weg sind, habe ich einen Pelican geordert. Ausgerüstet zur Gefechtsverfolgung. Ich bete, dass Sie bei diesem Blutsvater oder was immer er ist, falsch liegen, Chief. Aber für alle Fälle...